Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Review hier für Shisha for You. Das ist das Contest-Video und ja, ich rauche heute für euch den Alvaro Memory. Der Tabak soll ein Pfirsich-Minz-Tabak sein. Ich glaube noch Zitrone mit reingemischt. Und ja, Schnitt und Feuchtigkeit zeige ich euch jetzt einmal. So, Schnitt und Feuchtigkeit hier. Sehr, sehr gut aufgenommen, die Feuchtigkeit. Schnitt ist eher grob und fein, alles eigentlich gemischt. Nicht eher grob, sondern eigentlich alles gemischt. So, hier ein bisschen ran. Feuchtigkeit sehr gut aufgenommen. Roter Tabak, ja. So, wie ihr seht, ist der Kopf ungefähr halb gefüllt mit dem Alwaha Memories. Ja, und dann gucken wir jetzt mal aufs Rauchergebnis. Womit ich rauche, habt ihr ja schon gesehen. Es ist die SKS 330 Kaya Standardkopf 2x Carbo Pur, weil ich ja draußen rauche. Und ja, normalerweise rauche ich mit dem Tom Coco. Die mit der grünen Schrift, ja. Dem NXL von Nagelem in Schwarz-Weiß. Und jetzt kommen wir mal zum Rauch. So, sorry für den Cut, die Rauchentwicklung war gerade noch nicht da. Aber wie ihr sehen könnt, der Rauch geht optimal klar. Also Alwaha, der neue, der rote, feuchte, ist halt eine Rauchbombe. Ja, zum Geschmack. Ich finde, es schmeckt eher nach Pfirsich. Aber es ist so ein leicht älterer Pfirsich, würde ich sagen. Ziemlich reif. Abgang ein bisschen Minze. Und ich finde, wenn man ihm zu viel Hitze gibt oder mehr Hitze gibt, schmeckt er ein bisschen nach Zitronengras. Zitronengras oder so, wie Zitronengras riecht. Ja, ich werde jetzt mit dem Kopf so ungefähr 25 Minuten rauchen. Bei Alwaha kann man halt wirklich bis zum Ende alles rausholen. Ist der Deutsche, aber er ist halt feucht schon seit 1,5 Jahren jetzt, glaube ich. Ja. Ich hoffe, den Jungs von Shisha for You gefällt mein Video und auch euch. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich rauche jetzt noch gemütlich weiter. Und ich sage nur, Smoking Shisha ist gut.